Hallo zusammen, willkommen zu dem Video. Ich bin Tobias von Aaron Camp und ich darf euch heute den Van 620 im Modelljahr 2024 hier hinter mir vorstellen. Der Van 620 ist ein Renault Master auf 6,20 Meter Außenlänge mit Längseinzelbetten im Heck, Küchenteile an der Schiebetür sowie geräumigen Badezimmer und Dinette für 4 Personen vorne. Wir fangen mit einer Roomtour von außen an. Auf der linken Seite haben wir ganz klassisch hier oben unseren Van 620 Schriftzug. Wir haben hochwertige Rahmenfenster von Acriform verbaut. Wir haben auf dieser Seite 2 Rahmenfenster, auf der anderen Seite 1, sehen wir nachher mehr. Diese Fenster können hier auf 3 Rastpunkte geöffnet werden, sind schwarz getönte Fenster, die sehr einfach zu bedienen sind, auch doppelt verglast für eine bessere Isolation. Unter dem Fenster haben wir hier den Wassereinfüllstutzen, der auch abschließbar ist. Hier sieht man noch ein kleines Wasserhahn-Symbol. Hier kann der Wassertank befüllt werden, der von innen unter der Sitzbank sitzt. Das heißt, der Frischwassertank ist im Innenraum angebracht, beheizt und somit auch frostsicher im Winter. Hier hinten haben wir dann die Zugang der Kassettentoilette. Hier können wir die Klappe einfach öffnen. Hier kommen wir an die Wasserschläuche ran, sowie auch an die Kassettentoilette, wenn diese entleert werden muss. Wir können hier die Kassette einmal den Handgriff ausklappen, der hier einrastet und die hat Rollen. Das heißt, wir können die so zur Entsorgungsstation rollen, wenn wir einen weiteren Weg haben. Wir können das Ganze wieder einklappen und dann hier problemlos wieder einschieben, einmal einrasten und schon ist das Ganze erledigt. Hier hinten haben wir dann den Kamin der Truma Kombi-Heizung. Hier in dem Fahrzeug ist eine 4 kW Dieselstandheizung verbaut von Truma. Kombi bedeutet, die Heizung kann nicht nur heizen über Luft, sondern auch Wasser erhitzen, also ist gleichzeitig auch der Boiler. Der Boiler hat 8 Liter Inhalt und kann das Wasser auf 40 oder 60 Grad Wassertemperatur erhitzen, sodass man wirklich heiß spülen oder duschen kann, wenn man das möchte. Hier unten haben wir dann noch den Hebel für den Abwassertank, sieht man auch an diesem Aufkleber, wenn man den einmal nicht auf Anhieb findet. Hier ist ein Ventil verbaut mit diesem roten Hebel, so ist der Abwassertank offen. Der Abwassertank sitzt hier von außen unten an der, unten unter dem Van. Standardmäßig ist hier auch eine Abwassertankheizung mit verbaut, sodass er automatisch angeht und beheizt wird, wenn er im Winter eben nicht einfrieren soll. Wenn ihr im Winter unterwegs seid, ist das mit dem gar kein Problem. Genau, das Ventil können wir einfach drehen. Und dann ist er zu, so ist er jetzt zu und wenn wir ihn leeren wollen, geht er hier raus, einmal drehen, ist offen und schon geht der Tank leer. Dann haben wir hier hinten noch ein größeres Fenster bei den Längseinzelbetten, hier auf der linken Seite verbaut, dass wirklich viel Licht auch hinten hereinfallen kann. Natürlich getönt, dass man nicht so einfach nach innen schauen kann, das heißt, die sind relativ blickdicht von außen. Hier am Heck haben wir die original Renault Glas Heckscheiben, die hier verbaut wurden. Diese sind auch schwarz getönt, dass man nicht hineinschauen kann. Wir haben bisher an der Heckwand noch nichts verbaut an den Türen. Wir haben nur hier ein großes Aaron Camp Logo. Wir haben aber die Möglichkeit, sehr viel Zubehör hier zu montieren. Wir können an der rechten Tür einen Fahrradträger montieren, der 35 Kilo Traglast hat. Das heißt, hier könnt ihr dann eure Räder aufladen und auch gleichzeitig die Tür noch öffnen mit dem Fahrradträger dran. Wenn ihr eine Anhängerkupplung wollt, ist das natürlich auch möglich, können wir hier auch dran schrauben. Da kann man auch schwerere Bikes, zum Beispiel E-Bikes auf der Anhängerkupplung mitnehmen, wenn man das möchte. Hinten rechts haben wir den CE-Landstromanschluss, der hier auch angesteckt ist für den Campingplatz. Das sorgt dafür, dass unsere Batterien laden und auch im Van die 230 Volt Steckdosen bedient werden können und dass wir hier Geräte nutzen oder aufladen können. Dann haben wir hier oben noch die Möglichkeit, eine Thule Omnistore Markise einzubauen, die optional erhältlich ist. Man sieht, hier ist die schön schwarz, auch schön fahrzeugbündig verbaut. Das heißt, sie steht auch nicht weiter raus, als der Van oben breit ist. Dann haben wir hier auf der Seite erstmal nichts, weil ja hier die Schiebetür nach außen fahren muss. Und auf der rechten Seite nochmal ein schön großes Fenster für viel Licht und Belüftung in der Küche, was wir hier in der Schiebetür verbaut haben. Oben drüber haben wir das LED-Außenlicht verbaut, einen schönen LED-Streifen, der viel Licht nach außen bringt, von innen am Bedienpanel geschaltet werden kann und auch gleichzeitig eine Regenrinne ist. Das heißt, wenn ihr bei etwas Regen die Tür offen stehen habt, weil es zum Beispiel noch warm ist und ihr lüften wollt, dann fließt der Regen vor und hinter der Schiebetür ab, sodass es nicht gleich bei euch ins Wohnzimmer kommt.
In der Schiebetür haben wir dann noch eine 70 cm elektrische Trittstufe von Lippert verbaut, die hier per Knopfdruck bedient werden kann. Willkommen im schönen Innenraum des Van 620 Modelljahr 2024. Wir haben hier vorne zwei drehbare Fahrersitze. Das sind die Renault Sportsitze sogar mit sehr vielen Einstellmöglichkeiten. Wir haben die Möglichkeit, die Rückenlehne zu kippen, logischerweise. Wir können aber auch den ganzen Sitz nach vorne und hinten kippen und sogar auch vorne die Sitzfläche nach vorne und hinten stellen, sowie hier hinten im Lendenbereich ein Luftdruckkissen aufpumpen oder ablassen. Also das sind sehr ergonomische Sitze, die hier sehr einfach bedient werden können mit vielen Funktionen. Wir haben auch Armlehnen auf beiden Seiten. Hier mit den Sitzen mit dabei, die auch komfortabel mitdrehen, logischerweise, weil die am Sitz fest sind und dann auch hier in der Dinette genutzt werden können. Vorne im Fahrerhaus sieht man jetzt hier bei dem Modell, das ist ein Automatikgetriebe verbaut. Wie gesagt, die Vans gibt es als Schalter und als Automatik. Wir haben die Möglichkeiten mit Tempobegrenzer und Tempomat das Ganze auszustatten. Wir haben hier serienmäßig ein Original-Bluetooth-Radio von Renault verbaut. Wir haben hier vorne nochmal eine USB-Steckdose, um ein Handy laden zu können. Und auch hier haben wir nochmal eine 12-Volt-Dose, um diverse Geräte während der Fahrt vorne im Fahrerhaus laden zu können. Hier dieser Rückspiegel ist tatsächlich auch nochmal etwas Besonderes. Wir haben nämlich hier jetzt die normale Funktion eines Rückspiegels und können nach hinten unseren Aufbau beobachten, ob da irgendwas rumfällt während der Fahrt. Aber wenn wir den Rückwärtsgang einlegen, erscheint hier ein kleines Feld mit der Rückfahrkamera. Auch im Fahrerhaus habt ihr die Möglichkeit, viele optionale Zubehörteile einzubauen. Zum Beispiel hier die Remi-Faltverdunklung. Für alle, die das nicht kennen, eine Remi-Faltverdunklung ist ein Faltplissé, was vorne die Fahrerhause und die Türe elegant zumacht, sodass wir innerhalb von wenigen Sekunden den ganzen Fahrerhaus blickdicht und abgedunkelt haben. Das ist nicht nur an der Seitenscheibe möglich, sondern auch vorne an der Windschutzscheibe wird es einfach hier entriegelt und kann dann von beiden Seiten zugezogen werden. Und in der Mitte hält sich das Ganze dann magnetisch beisammen, wenn wir beide Seiten zusammenfahren. Und genauso einfach, wie wir es aufgefaltet haben, kann man es auch wieder zurückfalten, rastet hier ein, dass es hält während der Fahrt und hier an der Seite genauso, sodass wir wieder losfahren können. Hier oben auf der linken Seite haben wir über der Dinette eine schöne Ambientebeleuchtung mit diesen modern gestalteten Oberschränken. Wir haben hier Pushlocks in matt-schwarz, die nochmal einen großen Hängeschrank hier offenbaren. Wir haben hier in der Dinette viel Platz für zum Beispiel Spiele, für einen gemütlichen Spieleabend oder auch für sonstige Reiseartikel. Die Scharniere sind mit Softclose ausgestattet, sodass diese super einfach und leise schließen. Wir haben unter den Schränken zwei 360 Grad verstellbare Lampen, die als Leselampen genutzt werden können. Und die können auch, wenn man hier einmal die Arretierung löst auf beiden Seiten, können die auf der Schiene verschoben werden. Und wir haben hier zwischendrin noch einen USB-Anschluss, der auch verschoben werden kann. Auf dieser Schiene können wir einfach wieder einklicken und schon hält es wieder und hat Licht an dieser Stelle, wo wir es brauchen. Allgemein zur Dinette. Wir haben vier Sitzplätze, zwei auf den drehbaren Fahrersitzen, einen hier nebendran. Diese haben auch Dreipunktgurt und es besteht auch die Möglichkeit, bei dieser Sitzbank eine Isofix Kindersitzbefestigung als Zubehör dazu zu kaufen. Der Tisch ist auch sehr flexibel gestaltet. Wir haben hier die Möglichkeit, das so, wie es jetzt gerade ist, vorzuklappen, dass man hier während der Fahrt mehr Bauchfreiheit hat. Wir können es aber auch zum Essen erweitern, dass wir hier Platz haben zum Essen und natürlich an der Schiene verschieben, je nachdem, wie wir das wollen. Und können unten nochmal ein zusätzliches Brett ausklappen, sodass auch die Person auf dem Beifahrersitz hier komfortabel essen kann und an dem Tisch teilhaben kann. Unter der Sitzbank befindet sich der Wassertank, der Frischwassertank, hier markiert durch diesen Aufkleber. Hier können wir einfach das Polster einmal nach vorne entnehmen und schön können wir die Klappe anheben und sehen hier den Frischwassertank, der ist hier verbaut. Wir kommen hier auch sehr einfach an die Wartungsluke, einfach hier den roten Deckel aufschrauben, der gerade ziemlich fest sitzt. So. Und dann kommen wir hier an den Frischwassertank von innen rein, können den reinigen, können den putzen, können hier auch das restliche Wasser rausmachen, falls nicht komplett alles ablaufen sollte und können hier sehr einfach an die ganze Technik vom Wassertank dran, auch an die Frischwassertanksonde, die den Stand anzeigt, falls hier mal was sein sollte. Vor der Sitzbank im doppelten Boden haben wir hier noch ein versenktes Fach mit einem Griff, der hier ausklappt. Dann können wir das ganze Fach anheben und herausnehmen. Dann kommen wir an unsere Druckpumpe heran. Hier ist eine Pentair-Druckpumpe verbaut, inklusive Vorfilter. Und wir können hier an diesem Ventil das Wasser aus dem Frischwassertank ablassen und haben noch ein bisschen Stauraum hier nebendran.
Über den Fahrersitzen haben wir hier nochmal ein großes Ablagefach, was hier sehr viel Platz nach vorne bietet. Hier liegen jetzt die Isomatten drin, die eigentlich an die Scheiben gehören. Also die sind immer mit dabei. Hier bei dem Fahrzeug sind ja Remi-Faltverdunkelungen verbaut. Das macht die Isomatten etwas überflüssig. Sind im Winter aber trotzdem nochmal praktisch, weil die mehr isolieren. Dann haben wir hier in der Schiebetür noch die Möglichkeit, ein Fliegengitter zu verbauen, damit wir hier auf der gesamten Breite der Tür komfortabel zuschieben können und hier lüften im Sommer, ohne dass hier Mücken oder Insekten ins Fahrzeuginnere kommen. In der Küche haben wir einen 70 Liter Dometic Kompressorkühlschrank verbaut. Ein Kompressorkühlschrank bedeutet, der geht über 12 Volt, also über Strom, ist sehr effizient in dem Verbrauch, braucht also auch kein Gas, auch kein Landstrom, es geht über 12 Volt, super gut, um autark zu stehen, in der Größe auch sehr praktisch, zu zweit, wenn man unterwegs ist. Wir können den von beiden Seiten bedienen, einmal von außen, wenn wir gerade auf dem Campingplatz sind und uns noch ein Bier holen wollen, oder eben auch von der anderen Seite, wenn wir hier am Kochen sind. Über dem Kompressorkühlschrank haben wir das Bedienpanel den Bedienschalter von der Drittstufe. Wir haben einmal die zwei Lampen, die wir hier schalten können, und nebendran noch eine 230 Volt Steckdose, die aber nur bei Landstrom funktioniert. Oben auf der Küche haben wir dann zwei Spritzschutze, und die wir aufklappen können aus Glas. Hier ist eine Gasherd- und Spülkombi von Can verbaut. Dann hier eine größere Flamme und eine kleinere, die hier beide bedient werden können, sowie mit manueller Piezozündung, um die Gasflamme zu entzünden. Wir brauchen also auch kein Streichholz oder Feuerzeug, um hier die Gasflammen anzumachen. Hier rechts neben dem Kocher haben wir in dem gleichen Element, was auch sehr praktisch ist, das Waschbecken verbaut, alles aus Edelstahl, inklusive Stöpsel natürlich. Hier haben wir einen Ergo-Wasserhahn, der reingeschwenkt werden kann und dann angemacht werden kann. Warm und kalt kommt hier raus. Um das zu schließen, kann man es wieder auf die Seite schwenken und hier runterklappen. Was noch sehr praktisch an dieser Kombi ist, wir können diese Ruste hier auch einfach entnehmen, und zum Reinigen können wir dann alles nach rechts in die Spüle schieben und können es auch wirklich einfach hier putzen im Campingalltag. Über dem Kocher haben wir dann hier noch zwei 360 Grad Lampen, die natürlich wieder verschiebbar sind, wie auf der anderen Seite auch. Genau die gleichen Lampen hier verbaut. Hier oben haben wir noch einen Hängeschrank, wo nochmal schmale Dinge ihren Platz finden für Küchenutensilien oder Gewürze, und drüber ein schönes Ambientelicht. Unten in der Küchenzeile haben wir drei große Schubladen. In der obersten haben wir eine Mehrfeld-Einlage für Besteck. Die können wir auch mit Softclose wieder schließen. Die mittlere ist etwas größer für Vorräte oder Geschirr. Und bei der letzten haben wir die größte Höhe. Und da passt nochmal richtig viel rein, ganz unten, wo es vom Schwerpunkt her auch am besten ist während der Fahrt. Alle drei mit Softclose. Hier zwischendrin haben wir dann noch zwei Schalter, die im hinteren Bereich die Ambientebeleuchtung und die Deckenlichter steuern. Auf der linken Fahrzeugseite hinter der Dinette haben wir hinter dem großen vollflächigen Spiegel das Badezimmer verbaut. Das Badezimmer hat hier eine Rolltür, die hier magnetisch zuhält, alles schick in matt-schwarz. Im Badezimmer haben wir auf der vorderen Seite die Tedford-Kassettentoilette mit drehbarer Schüssel auf der rechten Seite. Die kann auf die Seite gedreht werden, wenn wir die Duschtür aufmachen, um hier duschen zu können. Wir haben hier also auch keinen Vorhang, der an den Körper kleben könnte, sondern von der Seite dieses Rolltür und hier eine Acrylglas-Duschtür, was mehr Platz und Bewegungsfreiheit beim Duschen bedeutet. Über der Toilette haben wir nochmal einen Spiegel, einen Handtuchhalter sowie ein herausklappbares Waschbecken, was hier seinen Platz findet und auch nochmal mit Warm- und Kaltwasserhahn ausgestattet ist. Auf der linken Seite ist dann die Duscharmatur, die hier ihren Platz findet, sowie nochmal ein Handtuchhalter und oben ein LED-Licht verbaut und eine praktische Dachluke. Die Dachluke ist dahingehend sehr sinnvoll, weil hier unten auch ein Heizungsausströmer verbaut ist. Das heißt, wenn ihr im Winter nasse Sachen habt oder auch im Herbst unterwegs seid oder gar im Skiurlaub, was mit dem Van auch gar kein Problem ist, könnt ihr eure nassen Sachen hier aufhängen, die Heizung aufdrehen, den Ausströmer aufmachen, dann wird es hier drin richtig schön warm, Tür zumachen, Dachluke auf und es trocknet wunderbar nach oben raus und ihr habt eine praktische Trockenkammer. Über der Küche haben wir das digitale LED-Bedienpanel. Hier können wir das ganze Fahrzeug steuern. Wir sehen hier zum Beispiel die Spannung der Starterbatterie, die Spannung der Aufbaubatterie sowie diverse Frisch- und Abwasserfüllstände und sehen auch, ob das Fahrzeug am Landstrom angesteckt ist. Wir können hier die Wasserpumpe zum Beispiel einschalten, das Außenlicht, allgemein die Lichtkreise und sehen auch, wie viel Temperatur wir hier drin gerade haben. Wir haben es gerade Anfang August, sehr warm, wie ihr seht, 33 Grad hier.
Hier nebendran haben wir dir das digitale CP Plus Bedienpanel der Truma Kombi Heizung. Das wird ganz einfach bedient per Drücken und Drehen. Das heißt, wenn ich jetzt hier die Heizung starten will, einmal draufdrücken, die Temperatur einstellen, 27 Grad hätte ich gern, quittieren und schon fängt es an zu heizen. Jetzt nicht, ihr seht ja links 33 Grad zu 27 Grad fängt nicht an. Aber was bei diesen Temperaturen sehr praktisch ist bei der Truma Heizung, ist die Ventilation. Wir haben hier nämlich die Möglichkeit, die Ventilation anzumachen und auf 10 verschiedenen Stufen zu steuern, wie stark das hier belüftet werden soll. Das heißt, die Heizung zieht dann in diesem Modus, wenn ich den anmache, von außen Luft an und pustet die nach innen. Auch ideal, wenn ihr das Fahrzeug abstellt und kein Fenster offen lassen wollt, aus Sicherheitsgründen, dass es nicht ganz so heiß hier drin wird oder wenn auch der Pfotenfreund hier im Camper warten muss. Hier hinten über den Längsbetten im Heck haben wir nochmal viel Stauraum. Dann hier auf der rechten Seite zwei Hängeschränke, die hier nochmal ordentlich Stauraum für Klamotten herstellen. Dann hier eine Rausfallkante, können links und rechts unsere gefalteten Klamotten reintun. Die sind natürlich beide mit Softclose-Scharnieren ausgestattet. Hier links nochmal einen genauso großen Stauraum wie auf der anderen Seite. Hier nochmal einen schmaleren. Und wenn ihr jetzt noch was braucht für eure großen Klamotten oder für die Hängeklamotten, haben wir hier einen kleinen Kleiderschrank. In diesem Kleiderschrank habt ihr oben eine Kleiderstange und dann können wir, wenn wir den Boden hier herausnehmen oder auf die Seite klappen, Klamotten bis hier unten durch aufhängen, sodass auch mal ein Businesshemd mitgenommen werden kann. Wenn wir das nicht brauchen, bleibt der Boden natürlich zu und wir können gefaltete Kleidung einlegen. An Stauraum haben wir dann hinten am Heck hier noch diese offene Ablage, auch nochmal das ideale Bücherregal zum Beispiel, weil es eine hohe Herausfallkante hat. Hier passt nochmal einiges rein. Im Heck haben wir dann unsere schönen zweigeteilten Einzelbetten, die längs im Fahrzeug verbaut sind. Das sorgt dafür, dass wir auf der rechten Fahrzeugseite bei der Küche eine Bettlänge von 1,93 Meter realisieren können und 80 cm Breite. Auf der linken Fahrzeugseite haben wir etwas weniger Platz, weil das Badezimmer hier Platz einnimmt. Hier haben wir eine Bettlänge von 1,87 Meter mal auch 80 cm. Wenn ihr jetzt aber sagt, hey, ich will doch gerne kuscheln, dann können wir hier auch nochmal eine Matratzenteil einlegen. Das geht ungefähr bis hier, sodass man hier noch komfortabel in die Betten gehen kann und hier eine große Liegefläche entstehen lassen kann. Auf der rechten Fahrzeugseite haben wir hier nochmal kleinere Ablagefächer, wo dann Zeitschriften, Bücher, Magazine, Handys etc. ihren Platz finden. Und ganz hinten haben wir nochmal Leselampen an der gleichen Schiene wie vorne, inklusive USB-Dose auf beiden Seiten. Eine Leselampe, sodass man hier problemlos lesen kann. Unter den Betten haben wir auf beiden Seiten noch jede Menge Stauraum. Auf der rechten Seite sehen wir hier hinter der belüfteten Klappe, wenn wir die aufschieben, hier erstmal das Batteriefach, also das Elektrofach. Wir haben hier den Ladebooster verbaut, der serienmäßig mit dabei ist. Hier ist das 230 Volt Ladegerät. Hier sind die 230 Volt Sicherung inklusive FI-Schalter, die verbaut sind. Hier haben wir weitere 12 Volt Schmelzsicherung sowie zwei Hauptschalter für die Batterie, die einmal die gesamte Aufbauelektrik abtrennt und einmal die Verbindung zwischen Starterbatterie und Aufbaubatterie. Hier hinten dran haben wir dann das Batteriefach für die Aufbaubatterie. Hier passen auch Lithiumbatterien rein. Auch alle verbauten Komponente, also Ladegeräten, Ladebooster etc. sind bereits geeignet für Lithiumbatterien. Wenn ihr also Lithiumbatterien nachrüsten möchtet, kann man die einfach da anschließen, ohne größeren Aufwand. Auf der linken Fahrzeugseite haben wir nochmal ein belüftetes Fach mit Schiebetür. Hier hinter verbirgt sich die Truma Kombi-Heizung. Wir haben hier direkten Zugriff, falls es mal zu Wartungsarbeiten kommen sollte, und haben auch hier den Frostwächter verbaut. Der Frostwächter sorgt dafür, dass wenn die Temperaturen unter 5 Grad oder 8 Grad, glaube ich, reagiert der Fallen, lässt er automatisch das Wasser aus dem Boiler ab und lässt es hier herauslaufen. Das könnt ihr natürlich auch machen am Ende von einem Urlaub, wenn ihr das Wasser komplett leer machen wollt. Einfach hier aufdrehen und dann läuft das Wasser nach unten ab. Vor dem nächsten Urlaub dann wieder zudrehen und hinten den Knopf rein und schon könnt ihr wieder starten. Weiter hinten haben wir hier auf der linken Fahrzeugseite nochmal einen sehr geräumigen Stauraum unter den Betten, wo sehr, sehr viel Platz ist. Hier unten und einmal hier oben drüber, darunter sind die Radläufe. Auf der rechten Seite haben wir auch weitere Staufächer verbaut, sodass hier einiges gelagert werden kann. Für den Stauraum hier in der Mitte haben wir hier vorne nochmal ein Staubrett verbaut, was auch herausgenommen werden kann. Das sorgt dafür, dass bei einer Bremsung das ganze Material nicht nach vorne rutscht.
Wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Fahrrad oder auch zwei hier reinschieben möchtet, könnt ihr auch die Betten längs einzeln nach oben klappen, so wie ich das jetzt hier gemacht habe. Da sind Gurte dabei und Schlösser, die das Ganze links und rechts halten, sodass wir hier mehr Platz haben und das Fahrzeug auch zum Beispiel für einen Umzug taugt. Um die wieder herunterzuklappen, muss man einfach hier draufdrücken, kann das Ganze lösen. Das ist wie bei einem Autogurt und wir können die Betten wieder problemlos nach unten bringen und haben mit einem Handgriff wieder hier unsere Einzelbetten hergestellt. Hier hinten haben wir noch ein kleines, aber feines Detail. Hinter dieser schwarzen Klappe verbirgt sich eine Wassersteckdose. Hier können wir einen Schlauch mit Brause anschließen, um halt außen nochmal kaltes Wasser zu haben. Das heißt, man kann sich entweder hier duschen oder aber auch seinen Hund, den man dabei hat, der sich in der Matschpfütze gewälzt hat, schön abbrausen. Das ist im Campingalltag sehr, sehr praktisch, vor allem weil man hier super einfach hinkommt. Türe auf, einstecken, los duschen. Nebendran haben wir dann noch das Gasfach hier verbaut. Hier lösen wir die Arretierung auf beiden Seiten, oben und unten. Und wir sehen, wir haben Platz für eine 11 Kilogramm Gasflasche. Eine Gasflasche reicht in dem Fahrzeug auch mehrere Saisons, je nachdem, wie lange man unterwegs ist, in dem Fall, weil wir ja nur das Kochfeld mit Gas bedienen. Der Kühlschrank geht über Strom und die Heizung geht über Diesel. Das heißt, wir kochen mit dem Gas nur und haben deshalb sehr, sehr hohe Reichweite mit dem 11 Kilo Gas. Das war unser Video zum Van 620 Modelljahr 2024 hier hinter mir. Wenn ihr weitere Fragen habt, lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen oder schreibt uns und kontaktiert uns sehr gerne. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wir freuen uns immer über einen Daumen nach oben oder über ein Abo bei uns auf unserem YouTube-Kanal. Und wenn wir dein Interesse geweckt haben, komm gerne bei uns vorbei in Speyer, Dietzenbach oder in Mülheim an der Ruhr. Wenn du jetzt von weiter weg in Deutschland kommst, dann schau gerne auf unserer Webseite vorbei. Wir haben auch Handelspartner über ganz Deutschland verteilt. Wir freuen uns, von dir zu hören und bis dahin, bis zum nächsten Mal.